Hi, ich bin Anna und ich moderiere heute für euch das XXS Kurzfilmfestival in Dortmund im Roxy. Das heißt, ich interviewe die Juroren, die Veranstalter und natürlich auch die Gäste. Aber bevor das alles losgeht, zeige ich euch jetzt erstmal das Roxy. Hier befinden wir uns im Kinosaal. Das Roxy hat insgesamt 230 Sitzplätze. Und zudem erwarten wir volles Haus. Hier befindet sich der Aufenthaltsraum. Und da gibt's natürlich auch die Tickets. Los, kommt mal mit! Ja, was erwarten Sie heute von dem Abend? Ich erwarte das erste Mal ein ausverkauftes Roxy zu sehen. Ja, also ich erwarte eigentlich spannende Kurzfilme. Ganz, ganz viele bunte Filme, Anregungen vielleicht auch. Ich bin ganz gespannt auf die Vielfalt der Filme, die da vielleicht auf uns zukommt. Spannende Ideen. Auf jeden Fall sehr gute Filme, gute Getränke und einfach eine gute Stimmung und dass ich überrascht werde von den Filmen. Spaß, Freude und dass alles klappt. Ich bin einfach gespannt, welche Filme gezeigt werden, was da kommt. Unterhaltung. Herzlich willkommen zum XXS. Genießt einfach die tollen Filme. Wir als Jury waren sehr beeindruckt von der gesamten Qualität, kann ich glaube ich sagen, die wir gesehen haben. Und ja, wir wünschen euch einen schönen, unterhaltsamen und vor allen Dingen abwechslungsreichen Abend. Das Wichtigste in einem Film, für mich eigentlich die Story. Also es muss immer irgendwie etwas erzählt werden, was den Betrachter in seinen Bann zieht. Ja, Sie kommen ja aus der Comedy, aber welches Filmgenre gefällt Ihnen denn noch mehr? Früher habe ich mehr Krimis gedreht, Fernsehspiele, ja, jetzt das letzte war Radio Heimat, der Kohlenpott-Film der 60er und 80er Jahre, Antonium schmeckt sich, solche Sachen. Was mir mehr gefällt, kann ich gar nicht sagen. Wenn die Arbeit in sich gut ist, ist mal super. Also Sie stehen ja hinter der Kamera, aber auch vor der Kamera. Was von den beiden Sachen macht Ihnen mehr Spaß? Es hat eine andere Herangehensweise. Meistens stehe ich lieber vor der Kamera, weil ich dann noch mehr in der Hand habe, was ich selber tue. Aber das Konzipieren und Gestalten von Filmen hinter der Kamera, man hat halt mehr Umfassenderes in der Hand. Das ist dann ja, ist eine andere, unterschiedliche Herangehensweise, wenn ich mich entscheiden müsste, Schauspieler. Sie haben ja schon viele Theaterrollen gehabt. Wo liegt denn persönlich für Sie der Unterschied zwischen Theater und Film? Ich sage immer, dass der Zuschauer in der dritten Reihe meine Augen nicht sieht. Und das ist der große Unterschied. Durch die Kamera kann die Augen eingefangen werden. Ich kann das als Werkzeug verwenden. Im Theater ist es schwieriger. Und das ist für mich so das Hauptwerkzeug. Deswegen tendiere ich mehr zum Film. Girl, you are sexual and bad. On your conscience, because now I'm unresponsive. Johannes, wie fandest du den Abend? Ich fand den richtig, richtig gut, muss ich sagen, weil das Publikum war richtig cool und auch die Filme, die wir gesehen haben, die haben es mir wirklich angetan. Ja, ich freue mich natürlich, dass alles so gut geklappt hat und so gut gelaufen ist, vor allem für die Studierenden, ne, die das gemacht haben. Also für uns als Medienakademie WAM ist das natürlich ganz, ganz wichtig, dass so ein Abend uns Öffentlichkeit gibt, dass die Studierenden aber auch ausprobieren können, was sie im Studium gelernt haben. Und wenn das mit so einem Erfolg wie heute endet, dann ist das natürlich ganz, ganz großartig und gibt einem, ich glaube, so einen richtig tollen Drive jetzt für das nächste Semesterstudium. Ich fand den Abend sehr schön, aber es gab mehrere Filme, die ich total gut fand. Und da musste ich mich dann am Schluss entscheiden. Ich habe mich für The Wall entschieden, ehrlich gesagt. Aber ich fand auch andere gut, richtig gut. Ich fand es sehr gelungen, sehr überraschend, diese ganzen Filme. Sehr tiefgreifende Messages, aber ich fand es echt gelungen. Ja, ich fand es auch super cool. Also 10 Filme waren ein super Programm und ich fand eigentlich jeden Film ziemlich spannend. Ich habe mich auch bei den Horrorfilmen zweimal ziemlich erschreckt.
glaube ich, ja. Und ich fand den Film Walls persönlich am besten. Du warst ja jetzt die Geschäftsführung hier beim XXS. Wie fandest du diese Verantwortung? Also es war auf jeden Fall eine Rolle, die ich bis jetzt noch nicht so kannte. Das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Also war echt eine coole Sache.